unsere Armee können wir eigentlich direkt weiterschicken, denke ich. Die ist zwar jetzt nicht ganz regeneriert, aber bei dem bisschen, was da an Einheiten auf uns wartet als Gegner, können wir das, glaube ich, gut riskieren. Ah, da kommen die ganzen Pikeniere, sind jetzt gerade rekrutiert worden. Ah, da geht es nochmal eine große Rekrutierungswelle durch. Können wir bei Gelegenheit auch nochmal einen Blick auf unsere Truppenstatistiken werfen. Die Armee 2 ist wahrscheinlich dann auch wieder fast voll besetzt, wenn wir die Pikeniere haben. Wir haben jetzt 24 Truppen drin, da kommen noch 6 drauf, sind wir bei 30. Noch ein Musketier, sind wir bei 31, dann ist die auch im Prinzip wieder fast voll besetzt. Und da ist im Prinzip der Kampf auch schon gelaufen. Wir haben noch 2 Pferde vom Feind übrig, aber auch nicht mehr viel. So, ihr habt eine Schlacht gewonnen. Mal wieder. Sehe ich schon, mittlerweile sind es, glaube ich, 100 Folgen oder über 100 Folgen. Siedler Let's Play. Das ist auch schon erstaunlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich da jemals 100 Folgen mit voll mache, aber bislang ist ja auch noch kein Ende in Sicht. So. Gleich haben wir 50%. Genau, 50% und mehr und 60. 70, 80, 90 und 100. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Sehr schön, sehr schön. Und wir holen uns wieder Eisen und Gold. Was haben wir hier? Kircheweihgelände. Dann schließen wir das auch hier mal an die Straße an. Ah, okay. Wählt die Güter, die ihr tauschen wollt. Hier können wir nochmal tauschen gegen Bier, Ringe oder halt Getreide gegen Gold oder Papier gegen Gold. Aha, interessant. Aber das Holzfällerlager, da wird uns nichts mehr angeboten, was wir da tun können. So, dann ziehen wir diese Armee zu unserer anderen Armee schon mal. Dann können wir, wie gesagt, die Kanoniere umlegen, umschicken. So, und zwar versetzen wir die 6 Kanonen. Nein. Hier auf die Armee 3 und die Kanoniere, die wir fälschlicherweise hierhin geschickt haben, schicken wir natürlich auch auf die Armee Nummer 3. Dann ist 3 wahrscheinlich auch schon fast voll besetzt. Ja, da sind dann 16, ach, boah, plus 6 sind 23, 33? 33 Einheiten. Dann fehlen noch 2 für die volle Besetzung. Da könnten wir dann noch quasi... Ne, wir schauen erstmal, was wir noch an Truppenrekrutierung hier in Auftrag gegeben haben. Ob wir da alle haben. Da haben wir alle Kanoniere rekrutiert. Dann könnten wir höchstens hier nochmal für die Armee 2... Machen wir mal 10. Machen wir mal 10 Kanoniere in Auftrag geben. Dann haben wir da auch nochmal eine solide Einheit Kanoniere. So, wir warten, bis die Umverteilungen jetzt vollzogen sind, alle Kanoniere da sind, wo sie hingehören, beziehungsweise überhaupt alle Truppen da sind, wo sie hingehören. Hier könnten wir noch mal ein paar Pikeniere / Reiter nachlegen. Weil wir rekrutieren auch hier im Moment nichts mehr, ne? Nee. So, dann würde ich sagen, hier machen wir auf jeden Fall nochmal 4 Pikeniere und nochmal, ja, haben wir nochmal, na, wobei 10 Reiter ist eigentlich schon eine ganz gute Menge. Vielleicht nochmal 4 Musketiere noch dazu. So, dann warten wir noch eben, bis die Armeen aufgestockt sind. So. Da haben wir jetzt in der einen Armee 33, in der anderen 18, beziehungsweise 18 plus 4. Mal gerade was anders hinsetzen. So, das heißt, wir haben hier insgesamt eine gute Kombi, glaube ich, aus
einer Fernkampfarmee und einer Nahkampfarmee. Da könnten wir jetzt überlegen, ob wir jetzt den Angriff wagen möchten. Und ich glaube, das möchten wir, oder? Doch, mach mal. So, da mit dem greifen wir jetzt die die Befestigungsanlagen an. Und mit der anderen Truppe gehen wir dann nachher hin und unterstützen dann unsere Fernkampfeinheit im Kampf gegen die Gesamtarmee unseres Feindes. Bei dem müssen wir natürlich aufpassen, der hat sich natürlich hier die ganzen Forschungen gesichert, wie zum Beispiel Totenbeschwörung, gefallene Soldaten kehren kurzzeitig unter den Lebenden zurück, um ihren Tod zu rächen. Das ist natürlich dezent lästig. Wahrscheinlich. Aber ich hoffe, das kriegen wir hin. So, der erste Turm ist quasi Geschichte. Dieser Turm ist Geschichte. Jetzt muss der andere Turm noch klein geschlagen werden. Und dann schicken wir die Armee schon mal zur Unterstützung zum Angriff. Damit gleich tatsächlich auch beide Armeen da sind, wenn es zur Sache geht. Ein paar Kanoniere verloren. Das Problem mit den Kanonieren ist natürlich, dass die von der Schussfrequenz her nicht so gut sind. Das heißt, die brauchen ziemlich lange zum Nachladen. Das ist immer so ein bisschen blöd. So, die Befestigung ist jetzt auch im Prinzip Geschichte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt können wir im Prinzip zum Angriff übergehen. Unsere Nahkämpfer gegen seine Truppen. Wie gesagt, wir müssen aufpassen, weil er die Forschung hat, dass seine Truppen wieder in den Kampf zurückkehren, Tote. Das ist hier von der Aufstellung gerade ein bisschen kacke, hier von auf dem Schlachtfeld. So, ich hoffe, wie gesagt, dass das gut wird, aber da kommen sie auch wieder zurück. Das ist natürlich blöd. Wir müssen jetzt jeden feindlichen Soldaten zweimal töten. Aber wir haben jetzt zum Glück eine starke Fernkampftruppe dabei mit 13 Kanonieren. So, da haben wir die ja schon mal stark dezimiert. Und haben noch mehr Truppen als er. Das heißt, ich glaube, das schaffen wir sogar. Trotz seiner Geister. Keine Munition mehr. Wie scheiße ist das denn? Das ist jetzt wirklich unglücklich. So, dann ziehen die sich automatisch zurück. Okay. Ihr habt eine Schlacht gewonnen. Aber du sollst gar nicht so weit wegflüchten, sondern du kannst ruhig dann da hierhin flüchten. Und wir müssen dann natürlich schauen, dass wir hier den Außenposten einnehmen und dann die Befestigung des Außenpostens wieder vorantreiben. Und wir brauchen natürlich wieder neue Kanoniere, neue Pikeniere, neue Reiter, das volle Programm. So, dann ordern wir das doch hier schon mal. So, hier, Reiter. Können wir im Prinzip die Reiter holen wir hinten. Die Reiter holen wir doch hinten, merkt ihr das doch mal, endlich. So, hier ein paar Pikeniere, ein paar Musketiere, 4 hier und den Rest dort. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Was ist jetzt? Hallo? Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Okay. Was? Achso, da unten. Oh ja, gut, den Sektor, den kann er ja haben, wenn er den braucht. Prestigebelohnung, Waffen. Das brauchen wir noch. So, jetzt hier wieder zurück. Gerade mal abgelenkt. So, hier wollten wir... Was wollten wir denn jetzt machen? Musketiere. Also hatten wir jetzt alles in Auftrag gegeben. Tatsächlich. So, wie viele Truppen hat er denn noch? 15. Ist ja putzig. Okay,
Wir können natürlich die Gelegenheit, wo er natürlich jetzt gerade abgelenkt ist, dazu nutzen, dass wir mit unseren Truppen, also den bisschen Truppen, was wir noch haben, sein Schloss erobern, ne? Oder zumindest die Verteidigungsanlagen zerstören und schon mal übersetzen. So, dann würde ich sagen, wir schicken unsere Kanoniere, die vier, schicken wir auf die... Ach, jetzt habe ich die auf die 1 geschickt. Ich, Depp, so auf die 3. So, rüber damit. Da kommen neue Einheiten dazu. Wir können natürlich mit unseren 17 Kanonieren. Könnten wir ja schon mal... Hier... Aber das müsste ja eigentlich gehen, glaube ich, ne? 15 Kanoniere sollte eigentlich reichen. Also 14 bzw. 17 Kanoniere sollten, glaube ich, reichen eigentlich, um einen Befestigungsturm zu zerstören. Hoffe ich jetzt mal. Da bin ich jetzt mal ehrlich gespannt. Ah, doch, das geht. Doch, das geht. Eine Salve 70% runter. Dann ist das doch gut. So, jetzt hier. Das Problem ist halt wieder jetzt hier die Nachladezeit, ne? So, ein Turm ist weg. Ihr habt nicht aufgepasst. Ein Widersacher hat euren Außenposten erobert. Ja, was heißt nicht aufgepasst? Ich habe den ja quasi geopfert, den Bauern auf dem Schlachtfeld, damit wir jetzt hier oben ungestört das Problem feindliche Verteidigung angehen können. Na komm, jetzt macht sie doch fertig, Leute, bevor wir keine Kanoniere mehr haben. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ja, die Nachladezeiten sind enorm bei den Kanonieren. Ah, ihr habt eine Schlacht gewonnen und dann schicken wir unsere Truppen 2 und direkt hinterher. In der Hoffnung, dass sie die richtige Brücke nehmen. Und sie tun es natürlich nicht. Nein, nein. Ach. Leute, nicht... Ist das jetzt ein Problem, wenn die die Brücke nehmen? Ich weiß es nicht. Ja, dann halten wir erstmal wieder zurück. Dann warten wir noch, bis wir den Sektor eingenommen haben. Die feindlichen Armee ist noch gerade nicht... Ja, Gott, dann schicken wir sie... Ja, jetzt laufen sie richtig rum, ne? Nein! Aber jetzt haben wir den jetzt eh gleich eingenommen. So. 96%, 100% eingenommen. Sehr schön. Schließt neues Land, mein Freund. Ihr habt euch der Inquisition widersetzt. Meine tapferen Wachen besiegt und meine Stadt besetzt. Aber ich leiste keinen Widerstand. Wer mir auf die rechte Wange schlägt, dem halte ich auch die linke hin. Mhm. Schön, jetzt haben wir im Prinzip auch Columbert vernichtend geschlagen. Und das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist der Inquisitor höchst selbst. Aber das, glaube ich, ist überschaubar. 8, 8, 8. Überall. Ich glaube, da haben wir definitiv mehr Truppen zu bieten. Ich könnte jetzt hier mal die Kanoniere, da wir ja keine Verteidigungsanlagen mehr zerstören müssen, überstelle ich die an die Armee 2. Und mit der Armee, denke ich, können wir jetzt unser Inquisitionsproblem lösen. Aber erstmal setzen wir die hier rüber. Genauso wie die zweite Armee, die schicken wir auch mal darüber. Und dann warten wir, bis die ganzen Truppen da sind. Und dann... werden wir das wahrscheinlich jetzt beenden können. Und somit Lucinda, Prinzessin Lucinda, wieder zurück auf den Thron verhelfen. Wie gesagt, wir müssen noch einen Moment warten, bis die Truppen da sind.
5, 4 und 5. Er hat noch 4 mal Musketiere übrig. Aber die Truppen müssten ja auch eigentlich bald kommen. So. Und ansonsten haben wir tatsächlich alle Sektoren eingenommen, ne? Alle Sektoren haben wir erfolgreich eingenommen. Die Scheiterhaufen haben die hier brennen. Wahrscheinlich wieder ein paar Hexen verbrannt. So, was fehlt da noch? Kanoniere fehlen noch 4, Musketiere fehlen noch 4. Dann sind wir vollzählig. Also noch 3-3 jetzt. Dann ist diese Armee auch wieder voll besetzt. Hier dann ist ein Lagerhaus voll, dann bauen wir das nochmal aus. So. So, ups. Sind wir auch gleich noch 2-2, glaube ich, sind es noch. Dann haben wir alles, was wir brauchen, um den Inquisitor endlich aus Tandrien zu vertreiben. 31, genau noch 2-2, aber da kommen die Truppen ja auch schon an. Die Musketiere und auch die Kanoniere. Auch vollzählig. Plus 1 noch. Euer Gebäude wurde so, ausgebaut. Da fehlt noch ein Kanonier. Dann sind wir bereit. Und ich denke, wir schicken dann auch gleich beide Armeen dann rüber. Dann haben wir nochmal ein paar Kanoniere und Musketiere zusätzlich zu dem, was in der Armee 2 vorhanden ist. So, da kommen noch ein paar Musketiere. Und der letzte Kanonier kommt da auch gerade an. Schön. Dann können wir die Armee eigentlich schon mal auf den Weg geben. Und diese Armee schicken wir auch auf den Weg. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und dann schreiten wir zur finalen Schlacht gegen den Großinquisitor. Da kommen sie, unsere tapferen Streiter für die gerechte Sache. Und treffen dann hier auf die Truppen des Großinquisitors. Und da wird schon ziemlich aufgeräumt. Ich glaube, die Schlacht wird kürzer, als wir alle gedacht haben. Drei Truppen hat er übrig, noch drei Einheiten. Wir haben da ein paar mehr. Ihr habt eine Schlacht gewonnen. Und damit haben wir den Großinquisitor Carbovir vernichtend geschlagen. Glückwunsch, eine Quest. Erlöser der ewigen Stadt. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ihr habt meine Inquisitoren besiegt. Wahrlich, ihr müsst mit dem Teufel im Bunde stehen. Ich ergebe mich. Aber bitte legt bei. Ich gratuliere. Ihr habt die Inquisition aus unserem Land vertrieben und die ewige Stadt von ihrem bösen Fluch befreit. Jetzt, da mein Volk seine Freiheit wiedererlangt hat,
könnt ihr unsere noble Stadt zu altem Glanz zurückführen. Hiermit erkläre ich euch zum Erlöser der ewigen Stadt. Weist uns den Weg in eine glückliche und friedvolle Zukunft. Fantastisch. Ihr geht als Sieger aus dieser Partie hervor. Und damit haben wir, ja, würde ich sagen, diese Questkarte abgeschlossen. Und ich würde sagen, morgen gibt es ausnahmsweise keine Folge Siedler. Dafür dann übermorgen dann wieder. Und ich würde sagen, wir starten dann mit der zweiten Kampagne von Let's Play, von Die Siedler 7. Weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Aber wie gesagt, das sind auch die Bonusinhalte der Gold-Edition. Wie gesagt, da schauen wir uns dann die zweite Kampagne an. Die ist ein bisschen kürzer als die erste, aber wahrscheinlich nichtsdestotrotz sehr spannend. Ja, wie gesagt, das war's für diese Folge von Let's Play Die Siedler 7 und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wie gesagt, erst übermorgen. Vielen Dank fürs Zuschauen.